Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der regionalen Express von YouTube nach PlayStation und wieder zurück. Eine Rundumfahrt in Train Sim World. Ich begrüße Sie und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Ihr Fahrgast und Führer der Deutschen Bahn. Und herzlich willkommen bei Train Sim World 2, meine Damen und Herren. Und heute mit der dritten Folge gebe ich euch eine kleine Überraschung raus, denn ich habe mir mal was dazu gekauft und ich freue mich auf jeden Fall hier am Start zu sein mit euch. Und ich würde sagen, let's go. Wir drücken die beliebige Taste und gehen da drüber. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier zwei neue Fahrten drin. Is of White. Die werden wir auf jeden Fall gleich anstreben und reinschauen. So wie auch die Rapid Transit von Leipzig nach Dresden, wenn ich es richtig mich erinnere. Das habe ich mir dazu gekauft, weil, naja, ich hatte den ersten Teil, habe mich aber anscheinend vergessen anzumelden und somit kriege ich keine kostenlosen DLCs oder Fahrrouten dazu. Aber, naja, YouTube Money for the Win heißt es, glaube ich. Nee, oder so, doch, ja, keine Ahnung. Egal, ich habe ja mit Peru Blaze eine ganze Weile geredet und ich habe mich dann entschieden, komm, ich kaufe mir diesen zwei. Ich hätte mir noch was anderes kaufen können, Main nach Ruhrgebiet, etc. und so weiter und so fort. Aber das wollte ich jetzt ehrlich erstmal nicht. Ich will heute erstmal die Standardstrecken haben, die mir am besten gefallen, wie die Rapid Transit halt von Leipzig und nach bla bla bla, weil das ist, sind zwei Ebenen im Endeffekt, einmal oben auf der Erde, sondern einmal und dann unter der Erde. Also es ist schon eine Kombination von beiden. Und natürlich eine schöne Ausfahrt in schönen Sonnenuntergang mit der Isle of Wight oder Isle of Wight, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich hoffe, ihr tut mich hier nicht korrigieren etc. Aber könnt ihr gerne machen. Schreibt in die Kommentare. Denn liken, kommentieren, abonnieren, euer Feedback ist wichtig, der Support ist kein Mod. Und somit starten wir durch. Let's go. Zu der Überraschung. Eine neue Reise beginnen. Let's go. So, ist soweit fortsetzen. Hä? Ja, gehen wir einfach da drauf. So. Kapitel 1: Einführung und Erfahrung. Let's go. Was kann man dann? Einführung zu der Class 483. Move it. So. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Die Idylle sieht schon eher sehr vielversprechend aus. Über Wasser fahren, über Holz, Brücken etc. Mal gucken, wie sich das auswirkt, wie das aussieht und ich bin auf jeden Fall heiß drauf. Wir werden auf jeden Fall mal eins, zwei Routen fahren und ich bin echt gespannt, was hier uns erwartet. Also Peru Blaze hat auf jeden Fall sehr viel mich hier angefixt, das Ding zu kaufen, weil es sieht eigentlich sehr gut aus. Und somit sind wir hier im Spiel. Wir drehen uns einmal um. Okay, wir Welcome sind. to this Class 483 Multiple Unit in Network Southeast Livery. Warum ist er auf Englisch? Ey, nicht During durchlaufen. this brief introduction, we will go through the start and stop procedures. Aha. Climb Okay. aboard to get started. Schweigen Sie in den Zug. Wo ist er denn? Ach da, muss er rüber. Interessant. Da, 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 da. Springen kann ich nicht. Schade. Ja, das soll man hier echt mal putzen hier. Das sieht ja richtig von verschimmelt aus hier. Also, es geht ja mal gar nicht. So. Was ist das? Eine Kamera oder was? Eine Kamera ausgelöst. Ah. Okay. Gut. Ja, was ist das da drüben? Also. Hä? Eis. Insert the master key to enable this cab for driving. Okay, wir sind drin. Und setzen uns hin. Aha, muss das so aufklappen. Also so bequem scheint es hier nicht zu sein. So, und Schlüssel eingesteckt. Ah, komm her. Hallo? Ein. Habe ich. Oder? Warte mal, machen wir mal. Eins, Switch so. the headlights to on. Aha. Frontscheibenwerfer an. Insert the reverser key. Move the reverser to the forward one position. Aha.
Nee. Rangieren, Hauptregler. Aus. Ey, man sieht ja hier fast kaum nichts. Schlüssel ist eingesteckt, okay. Hauptregler. Rangieren. Volle Leistung, parallel. Nee, das machen wir jetzt mal aus. Hallo, kriege ich hier auch. Gibt es ja eigentlich keine Innenbeleuchtung? Wischer, okay. Hier gibt es auch keine Daten. Ich möchte gerne hier das Licht anmachen. Geht das hier das Licht irgendwie an? Ah, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Licht. Das ist schön. Gut. Richtungswender. Vorwärts. Now Eins. move the train brake into the released position. So, wir checken erstmal hier. Gelöst. Ups, das war die Falle. Halt. So. Move the master controller into the shuttle. Alles klar. So, let's go, meine Damen und Herren. Kleine Bahn. Das ist schön. So, wir müssen auch checken, dass hier nicht irgendwo eine Haltestation ist. Wir müssen da vorne halten. Weichenwechsel. Sehr schön. Das Ding tut. Also wenn ich irgendwo dagegen knallen, würde ich mit dem Kopf davor dagegen knallen. So. Tsch. So, lass uns ausrollen. Oh. Ist auch, glaube ich, zu weit. Aber egal. Gut. Wir haben's. So, EP Max. Auf aus. Aha. Und das war's. Hä? Hallo? Okay. Setzen Sie den Hauptschlüssel auf aus. Habe ich das nicht? Ah, jetzt ja. Headlights are important in letting others around know that this multiple unit is operational. Go to the Aha. opposite cab to start this service. Warte mal. Wir haben ja die ganzen Türen alle offen. Das macht ja jetzt auch keinen Sinn. Warte mal. Das ist doch sinnlos. Also, hallo, meine Prämie hier. Halt nicht, das war das Falsche. Frontscheinwerfer. Ich hab ausgemacht. Hallo? Ah, hier oben. Okay, es gibt zwei Schalter. Okay. So. Auf die andere Seite. Huch. Also. Hä? Ah, ich bin angeklemmt. Hilfe. Nächster Zug. Gut, okay, aber bevor wir jetzt hier irgendwas machen, wir haben ja Zeit, also easy. So, Instrumentenbeleuchtung ein, dann Frontscheibe, Frontscheinwerfer, abkuppeln, nee, Kaltstart, was haben wir hier noch? Abschaltung, Leistung, Kickstart, Türen verschlossen, Tür entriegeln, okay. Und Innenbeleuchtung für das andere gibt es anscheinend nicht, oder wie? Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Okay. Sitzen. So. So, dann wieder auf ein.
Bin ich ein bisschen verwirrt. So. Huch. Schlüssel einstecken. So. Okay, also. Richtungswender auf vorwärts. So. Was ist hier eigentlich die Bremse? Das ist jetzt ein bisschen Brems EP Max. Westinghausen. Normal. Lass mal auf Max stehen. Gut, dann. Aha. Okay, mit den Schultertasten. Okay. Das ist auch wieder bremsen. Volle Leistung. Ah, okay, jetzt. Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Also R2 und L2 ist hier hoch und runter. Also R1 und R2 ist hoch und runter, ist ja von Gas. Und L1 und L2 ist bremsen. Was das angeht. Muss man erstmal verstehen, Leute, ne? Also. Hoch. So. Ups. Nein. Egal. Passt. Ziel erfüllt. Tür entriegeln. Ah, okay. Also es gibt anscheinend nur eine Art, einen Knopf zum Auf- und Zumachen. Aber da bin ich jetzt hier ein bisschen überfragt, woher wir wissen, welche Seite aufgemacht werden soll. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber gut, kann man hier mal machen. So. Warten wir einfach mal, bis die alle eingestiegen sind. Kann ich eigentlich auch rausgucken. Ah, ja. Aha. Hier ist ja gar keiner. Okay. Tür in Riegeln habe ich. Gleich Tür schließen. Fahrgäste einsteigen lassen. Hammer. Move the master controller into the full series position to start moving forward with more power. So. Ich muss es noch kapieren. Das ist Bremsen. Okay, also. Nur eine Taste im Effekt. Das Bremsen, ich muss noch austesten. Das ist Notfall, das brauchen wir nicht, also. Aha. Okay. Also ich darf nur nach links rüber gehen. Wenn ich nach rechts rüber gehe, kommst du nur Notfallbremse. Und das ist dann. Schlecht. So, volle Leistung. 1,7 Kilometer, da muss ich anhalten. Okay. Dann schauen wir mal. Bremsen wir mal hier lieber. Ich bin schon zu viel.
von der Geschwindigkeit. Nice. Türen freigeben. Huch, halt. So, jetzt. Türen in Riegel nochmal. Ich bin da irgendwie gerade ein bisschen gerollt. Unabsichtlich. Oh Leute, guck mal, wo ist jetzt dann? Ich gehe mal die Kamera nach oben. Waha. Da geht's also lang jetzt. Aha. Muss man auch mal gucken hier, was hier oben alles abgeht. Ist nicht zu verachten. Einsteigen will wohl anscheinend keiner, oder wie? Ist der Zug irgendwie komplett leer oder was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Türen sind freigegeben, aber keiner will einsteigen. Türen entriegeln. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich warten muss, deswegen. So. Okay. Dann geht's weiter. Schade. Oh, da stand aber ganz, ganz schön nah hier, ne? Also, der will wahrscheinlich sterben. Wer weiß das schon. So, nächste Haltestation ist bei 460 Meter. Was? Bremst doch. So eine Scheiße aber auch. Verdammt. Ja, das ist doch blöd. Wenn du einmal zu weit hebelst, dann ist es wieder losgelöst. Das ist doch. Ich verstehe nicht. Es soll doch einfach eine Grenze sein von, also wie soll ich sagen, von leichte Bremse, harte Bremse, Notfallbremse. Das wäre doch viel einfacher. Da weiß man ganz genau, okay, hey, es gibt irgendwo eine Grenze zum Anhalten, aber nach der Grenze zum Bremsen, dass es dann noch wieder einen Leergang gibt, das ist ja schon ein bisschen hart. Okay, Leute, von heute zum ersten, zum zweiten Advent. Wir müssen wahrscheinlich dann nochmal durch. Das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, weil wir jetzt wissen wir jetzt, wie es geht. Bla 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 bla. Ah, hallo. During this brief introduction, we will go through the start and stop procedures. Climb aboard to get started. Was ist das hier eigentlich? Ein Eis gegessen. Haha, ich habe doch vor uns richtig geschaut. So, wir rennen jetzt mal das Ding hier so.
Foto machen. Habe ich schon. Gut. Insert the master key to enable this cab for driving. So. Sitz setzen. So. Erstmal Licht anmachen hier. Das ist doch Katastrophe, Leute. Watersitze. So. Gut. Das haben wir wenigstens Licht, meine Damen und Herren. So. Dann. Ah. So. Switch the headlights to on. Hi. Ach, die Steuerung ist ja bin zu hektisch gerade ein bisschen. Insert the reverser Leute. Key. Move the reverser to the forward one position. Now move the train brake into the released position. Das ist halten und das ist gelöst, ne? Und das ist das Problem. Das war für uns das Problem. Halten und dann gelöst. Ja. EP Max. Das ist die Notfallbremse. So. Move the master controller. So. So. Okay, ich bleib mal auf Rangieren. To prepare the multi-unit for stopping, you can use the brake lever. Set this to EP hold. Okay. Gucken wir, ob wir das jetzt diesmal besser hinkriegen. Definitiv. So, okay. So, haben wir. Fahrtrichtung aus. Ah, okay. Okay, Schlüssel nehmen. Hebel. Nee, ja, geht es eigentlich? Kann ich das überspringen? Ah ja, siehst du. Headlights are important in letting others around know that go to the opposite cab to start this service. Ups. Ach, hier oben war das. Genau. So. Dann aufsetzen. Jetzt umklappen wieder. Wir machen es ja anständig, Leute. Ne? Schließen. Rüberrennen. So. Schließen. Schließen. Njong. Öffnen. Schließen. Open. Light. Mal hier. So. Hinsetzen. Schlüssel reinstecken. Auf ein. Dann hier rein. Auf vorwärts. So, okay. Gut, dann haben wir eigentlich alles. Wir machen lösen und rangieren. Genau. Frontscheinwerfer können wir ja auch schon mal anmachen nebenbei. Wichtig ist jetzt hier, dass wir nicht das da machen, sondern das da erstmal bis ausrollen lassen können. Und hier mit R2. Gut. Türen entriegeln. Türen freigegeben. Aha, okay.
Will denn jetzt jemand mal einsteigen? Ich fühle mich so allein in diesem Zug. Wir haben hier mal kurz Zeit. Gucken, ob ich das geht. Geht das überhaupt? Gehen die Türen überhaupt auf? Türen sind geschlossen. Ah, okay. Aha, okay. Also scheint offen zu sein. Also einsteigen kann man anscheinend. Okay, na dann. Dann will ich nichts dazu sagen. Türen verschlossen. Also hier ist es raus und reindrücken im Endeffekt für Entrigen und Verrigen. So. Checken wir mal Kaltstart. Nee, wollen wir nicht. Frontlichter sind. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt an sind oder aus sind. Können wir mal checken. Wir haben ja Zeit, also. Ah, okay, das sind nur die drei Lichter. Okay. Na dann. Okay. Move the master controller into the full series position to start moving. So. Volle Leistung, meine Damen und Herren. Wo ist eigentlich die Hupe? Hup, hup. Aha. Das soll voll Leistung sein. Das fühlt sich schon besser an. Mal einfach noch mal schauen. Wir dürfen auch nicht zu schnell fahren. Wir müssen dann am besten im gelben Bereich bleiben. Das können wir einfach. Haben wir gerade bergab oder so? Ja. 0,6%. Okay. Ja, es ist halt immer noch ein Gefälle dran, ne? Also deswegen müssen wir hier noch ein bisschen abbremsen, was das angeht. Dass wir trotzdem im grünen Bereich bleiben. Ja, hier muss man hier ein bisschen mit den Hebeln spielen, dass man hier einigermaßen eine gute, guten Bereich bleiben. Die nächste Haltestelle, die zweitletzte. So, wir machen jetzt mal ein bisschen rangieren. Da könnten wir ja schon mal abbremsen, also ausrollen lassen. Komm, das kriegen wir noch hin. Komm, 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 komm. Perfekt. So, gut. Haben wir eine gute Platzierung erreicht. Türen öffnen. Ups. Was ist los? Was ist los? Los, los, los. Stopp, 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 stopp. Was ist das denn hier? Kaputter Mülleimer oder was? Eine Mülltüte. Okay. Hä, wieso komme ich hier nicht raus?
Warte mal. Hallo. Ich möchte ein Eis essen. Sind jetzt hier mal welche eingestiegen? Ah! Okay. So, dann warten wir mal, bis alle eingestiegen sind und dann fahren wir zur letzten Haltestation. Entschuldigung, mein Hals. Und bei der letzten Haltestation gucken wir mal, dass wir das diesmal besser hinkriegen. Und dann fahren wir direkt los. Volle Leistung, meine Damen und Herren. Und lösen. Tut. So, ist das nicht schön? km/h, okay, das ist Limit. Wir sind bei 25, 26, 27. Aber es sieht schön aus, Leute. So, ich gebe ihn schon mal vom Gas runter. Wir bremsen schon mal ein bisschen ab. Sollen wir ja nicht zu viel haben. Ah, okay, alles klar. Ja, das heißt im Endeffekt, wir haben hier Halbregler aus. Okay, Max. Aus. Schlüssel entnehmen. Hallo? So, dann Scheinwerfer aus. Ah, komm her. Oh, so richtig. So. Dann ja, ich hab doch aus. Genau. Aus. Okay, gut, okay, ich hoffe, ich habe alles richtig. Ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass ich den Schlüssel mitnehmen muss, aber naja. So. Dann. Das war hier. So. Wieso muss ich jetzt eigentlich schon wieder zurück? Das ist nur so eine kleine Strecke hin und her und das war's bloß im Endeffekt. Das wäre ja ein bisschen traurig. Aber ich hoffe es mal nicht. So. Sitz öffnen, hinsetzen. So. Türen entriegeln. Machen wir dann nebenbei mal. Dann Führerscheinlicht an. Frontscheinwerfer an. So. Genau auf ein. So. Vorwärts. Okay. So, da sind wir eigentlich auf einem guten Stand eigentlich, ne? Also haben wir eigentlich alles. Boah. Jetzt warten wir mal einfach, bis sie alle eingestiegen sind. Und dann fahren wir wahrscheinlich dann wieder zurück. Okay, das ist eine Sackgasse. Das ist Endstation, definitiv.
Okay, ich hoffe, da kommt noch mehr. Wenn das ist das einzigste Stück ist, was über Wasser geht, dann ist es ein bisschen traurig. So. So. So, dann fahren wir weiter. Wäre lustig, wenn jetzt da hinten jetzt die Bremsen alle aktiviert sind. Du. Das wäre ein bisschen hart, meine Damen und Herren. Ein bisschen hart. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. So, freie Fahrt. 72 km/h. Okay. Aber wir müssen da vorne halt wieder anhalten. Wir gehen schon mal auf Rangieren. Dass wir gleich umsteigen können auf ja, Leerfahrt sozusagen, dass wir besser bremsen können. Und mal schauen, wie weit uns das hier noch führt. Das Tutorial. Bin mal gespannt. So, wir. Ich denke mal, wir sollten langsam mal abbremsen. So. Okay. Weiterfahren. Nicht anhalten. Na dann. Okay, wir sollen weiterfahren anscheinend. Okay, na dann. Weichenwechsel. Sehr schön. Mal gucken, ob jemand uns entgegenkommt. Abbremsen. Ich habe doch die Scheinwerfer an, oder? Man sieht da trotzdem einfach nichts. Fahren bergauf. So, wir lassen es mal ausrollen. Ja, da müssen wir ja vorne halten. Können wir mal ein bisschen abbremsen. Und weiter geht's. Warum wir eigentlich. Okay, ich raff's gerade nicht. Bin gerade ein bisschen überfordert. Warum soll ich den ganzen Weg jetzt zurückfahren? Und da vorne schon wieder halten?
Bremsen sind richtig gut bei dem Zug. Ist halt echt schwer einzuschätzen, wo wir anhalten müssen. Tada! Jetzt wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich echt verarschen, Leute. Die wollen mich echt verarschen. So, erstmal hier wieder auf aus, dann den Hebel. Ja, ja. So, wir haben schon die Zeit schon erreicht eigentlich. Das ist brutal, Leute. Echt brutal. So. Hallo? Ja, das ist hier ein bisschen. Sind mehrere. So. Gut. Okay. Lassen wir das Licht hier einfach mal an, weil wahrscheinlich werden wir dann wieder zurückgehen. Wer weiß das schon. So. Lassen wir das einfach so. Ey, ich bleib hier in der Mitte immer hängen. Wisst ihr das? Das ist lustig. Wieso gibt es ja keine automatischen Türen? Hallo? Die Tür wollte ich zumachen. So. Danke. Huch. Wieso gibt es ja eigentlich keine Innenbeleuchtung? Muss ich auch nochmal checken hier. Ey. Das ist nicht mehr normal. So. So. Aufklappen, hinsetzen. So, auf ein. Schlüssel einlegen. Auf vorwärts. Und so können wir schon starten. So, lösen und Gas geben. Ah, aber man kommt langsam schon rein. Also es ist schon ein bisschen, ja. Es hat schon einfach, also es ist für mich schon neu irgendwie. Hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Oh, wir bleiben auf einem anderen Gleis diesmal, okay. So, wir lassen es ausrollen. Wir bremsen ein bisschen an. Uff, okay. Leute, das wird jetzt knapp. So. Koppelknopf, okay. Ja, halt, stopp. So. Hä? Am Vordermann ankoppeln. Hä? Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Okay. Okay, ich bin, glaube ich, zu weit davon. Nochmal ein bisschen zurück, würde ich sagen. Das war, glaube ich, zu weit. So, okay. Das sieht doch eigentlich gut aus. Wieso muss ich, hä? Ja, hier koppeln, ne? Also. Raff ich jetzt nicht, okay. Schließen.
Sind wir noch nicht zu nah dran? Warte mal. Vorwärts. So. Hallo, Bremse. Ne? Ah, okay, Hammer. Bestellen Sie die Zugbremse auf EP Max. Aber da würde ich sagen, geht gar nicht. Hammer. Ich muss auf die andere Seite. Aha. So. Okay. Hä, was ist hier los? 30%. Handbremsenhebel. Okay. Lösen. Teilweise vollständig angezogen. Jetzt ist lösen. Es ist doch vollständig angezogen, oder nicht? Aha. Okay. Na dann. So. Good work. That is the basics covered. A manual can also be obtained that provides more details about the full functionality of this multiple unit. Willkommen auf der Isle of Wight. Werden Sie Lokführer auf der malerischen Island Line und bringen Sie Pendler und Touristen zu ihren Zielen auf dieser berühmten Ferieninsel. Übernehmen Sie die Kontrolle der altmodischen Baureihe 483 und verbinden Sie die wichtigsten Orte entlang der Strecke vom Wright Pierhead bis nach Shanklin. Vergessen Sie unterwegs nicht, Streckenkarten zu platzieren, Tickets zu entwerten, Eiscreme zu essen und Kameras auszulösen. Das ist die Isle of Wight. Alles klar, wir haben es abgeschlossen. Und haben Gold erreicht, Leute. Wir haben Gold erreicht. Das ist doch schon mal ein gutes Fazit. Okay, Leute, also. Am Anfang gab es schon Dings, am Ende habe ich ein bisschen die Haltestation verkackt, sagen wir so. Danach wieder zurück mit ankoppeln. Dann hat man schon gemerkt, Koalition oder wie man das heißt, Berührung der anderen Waggons ist anscheinend hier nicht gegeben, weil ich bin ja in den anderen Zug rein, also den anderen Waggon reingefahren. Oder einen anderen, ja, keine Ahnung. Und da war es ein bisschen komisch, deswegen habe ich mich irgendwie gewundert, warum das nicht so funktioniert. Ich dachte, naja, okay, es ist nicht so modern. Früher, in der heutigen Zeit, fährt man ran und dann tut man ankoppeln und dann fertig ist die Sache. Aber hier muss man ja was ranfahren und dann drücken, 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 drücken. Aber gut, hey Leute, wir haben es geschafft und ja, Gold auf jeden Fall 5,2 Kilometer zurückgelegt. Das ist doch schon mal sehr schön. Ich bin begeistert und mal gucken, was wir als nächstes machen, welche Strecke wir als nächstes fahren. Und in den Kommentaren von Patrick Gitter hieß es, dass ich mal die East Coast Way mal fahren soll, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist so eine Schneestrecke. Und ich denke mal, in der nächsten Folge machen wir das einfach mal und dann schauen wir mal, was wir dann übernächste Woche dann einfach uns richtig dann hinsetzen. Also über die übernächste Folge einfach mal richtig hinsetzen und sagen, hey, hier, wir wollen das direkt machen. Wir gehen erstmal ins Hauptmenü schnell zurück, weil die Zeit ist schon längst vorbei. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, dass die Folge nicht zu lang wird. Aber wie gesagt, wir schauen das jetzt einfach mal, dass wir es hinkriegen. Und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall andere Strecke wählen. Also wir haben ja das East Coast Way hier noch. Das war der Wunsch von Patrick Hitler und da werden wir dann mal auf jeden Fall mal reinschnuppern. Und dann übers nächste Mal vielleicht dann doch mal nochmal nach zurück nach Deutschland zu der Leipzig. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ihr wart ja fleißig. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, ab in die Kommentare. Und wenn nicht, wenn ihr nicht die Frage nicht beantwortet kann,
werde ich mich auf jeden Fall zu Peru Place mal informieren lassen. Und ihr könnt auch gerne bei ihm vorbeischauen. Wird er sich bestimmt freuen, auch wenn er dort ein Like da lässt. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Haut rein, bis zur nächsten Folge von Train Sim World 2 mit mir, Chris Nature 3000, der blutige Anfänger. Wiederschauen und reingehauen. Ciao.